Wenn Sie die Spieler auf dem Platz sehen und wenn da jetzt einer verletzt auf dem Boden rumliegt, sehen Sie sofort, ob der nur vortäuscht oder ob der echt verletzt ist? Ja, das ist tatsächlich zu erkennen. Sie sehen das? Manchmal ist es eine Alibi-Verletzung, wo es einfach darum geht, mal ein bisschen Luft zu schnappen, um dann wieder weiterzuspielen. Und es ist nichts Ernstes. Spielen Sie dann das Spiel mit? Machen so ein gedankenvolles Gesicht? Ich muss immer alles ernst nehmen und dann zu einem Ergebnis kommen. Früher war es so, dass ich losgelaufen bin, wenn die Verletzung passierte. Dann wusste ich, jetzt muss ich sofort hin und bin schon auf den Platz gerannt. Das hat man geändert dahingehend, dass der Schiedsrichter den Platz freigeben muss. Ich muss also an der Außenlinie warten, auf das Handzeichen vom Schiedsrichter, und dann darf ich erst los. Und dann will ich keine Zeit verlieren. Mhm. Ich will so schnell wie möglich beim Spieler sein. Und auf dem Weg dahin sehe ich noch mal, was passiert ist. Und ein paar Meter vorher fange ich schon an zu fragen, wo ist das Zentrum, wo tut es dir weh und so weiter. Und dann gehe ich an den Spieler ran und kreise die Problemzone ein. Gibt's so ein Codewort auch vom Spieler, der sagt, du, pass auf, ist nur eine Ente, ist eigentlich gar nicht so gemeint. Das gibt's nicht. Ja. Aber guckt also man sich es dann gibt an, schon mal, dass es heißt, nicht so schlimm. Nicht so schlimm? Nicht so schlimm. Okay, das ist das Codewort. Ja, das... Klar, die Verletzung. Heute ist ja das Fernsehen nah dran. Das wird ja alles gezeigt. Genau. Also eine Schwalbe oder eine Pseudo-Verletzung kann man ja nicht mehr wirklich vortäuschen. Aber es kann eben mal schlimmer sein oder weniger schlimm. Dieser Tastsinn, über den müssen wir sprechen, weil das faszinierend ist, mit den Händen offenbar so viel zu erkennen. Sie sagen, ich kann damit mehr sehen, als jede hochauflösende Maschine das eigentlich kann. Und Ihre Autobiografie, die sich wirklich liest wie eine Chronik auch des Sports, wenn man so will, ja, der letzten Jahrzehnte, beginnt mit einer großartigen Szene. Sie haben endlich, EM ist gerade vorbei in Frankreich, Sie sitzen mit Ihrer Frau gemütlich in Südfrankreich in Ihrem Haus rum, es ist 2016, und freuen sich auf ein paar Tage wohlverdienten Urlaub. Und dann kommt eine Nachricht. Was steht da drin? Ja, also es war Yusin, der schrieb, ich habe Muskelschmerzen im Oberschenkel, ich kann nicht trainieren, was rätst du mir, was soll ich tun? Er hat nicht darum gebeten, dass ich komme oder irgendwie was organisiere für ihn. Der war in Brasilien, ne? Der war in Brasilien. Es ging um Olympia und es ging um die Frage, holt er jetzt das dritte Mal olympisches Gold? Also da stand richtig was auf. Triple, sozusagen. Ja. Und er hat nicht um irgendwas gebeten, er hat nur konstatiert, das und das ist Sache und was rätst du mir? Und in der Sekunde wusste ich, ich muss hin. Und jetzt saß ich mit meiner Frau und meiner Familie da zusammen. Meine Frau sieht, da ist irgendwas. Sie fragt, was ist gerade gewesen? Und dann sage ich ihr das und sie sagt genau das, du musst hin. Weil sie mich kennt, weil ich sonst unglücklich war, ich muss ihm helfen. Und also, jetzt hatte ich keine Medizin dabei, keinen Pass, schnell in der Praxis in München angerufen, packt alles, geht in die Wohnung, sucht meinen Pass und ganz schnell nach Frankfurt. Ich lande von Nizza kommend in Frankfurt, um dann weiterzufliegen. Da müsst ihr mir das übergeben. Es hat geklappt, ich hatte meinen Medizinkoffer dabei, Pass und also ab nach Rio de Janeiro. So, und jetzt bin ich in Rio und ja, ich komme ja nicht ins Olympische Dorf, weil ich keine Akkreditierung habe. Ja. Was machen? Also ganz schnell ein Apartment mieten und dann da rein und mit abgedunkeltem Wagen in die Tiefgarage, damit es keiner merkt, dass Usain ein Problem hat. Weil das wäre ja das Thema gewesen. Eine Olympiade ohne Usain Bolt, unvorstellbar. Das wären Schlagzeilen. Wollten wir nicht. Also wir gehen in ein Apartment und ich untersuche jetzt, und da kommt dieser Titel her mit den Händen sehen, ich habe keinen Ultraschall, ich habe keinen Kernspin, ich habe gar nichts. Ich habe ein nicht ganz sauberes Zimmer und noch nicht mal eine richtige Bank, auf der ich untersuchen könnte. Also alles sehr improvisiert. Und jetzt kommt die Konzentration, die muss ich aufnehmen und dann schließe ich die Augen wieder und suche und suche und suche. Und nachdem ich die Muskeln abgeglitten war, habe ich zum Yusin gesagt, Yusin, ich finde keine Blutung. Ich glaube, kein Tropfen Blut geflossen. Ich finde keine strukturelle Untersuchung, keine strukturelle Verletzung. Da sind keine Fasern gerissen. Das muss was Nervliches sein. Das muss eine neurogene Fehlsteuerung, eine Übersteuerung des Muskels sein. Lass mich mal die Wirbelsäule anschauen. Und das war ja seine Schwachstelle, das wusste ich. Ich suche. Schon mit 16, ne? Ja, so beschreiben Sie das ja. Ist er gekommen. Ja. Ich untersuche die Wirbelsäule und finde etwas und sage, Yusin, ich glaube, ich hab's. Lass mich die Wirbelsäule behandeln.
dann habe ich mehrere Punkte gefunden, die behandlungsbedürftig waren. Ich mache das. Die spritzen da rein. Und während der Behandlung, ja, ich spritze da rein. Und während der Behandlung spüre ich, ich hab's. Beim nächsten wieder, ich hab's genau. Und wieder. Und das ist mir gelungen. Kommen ja schon Glücksgefühle. Oh, ich hab's genau getroffen. Punkt genau. Das kann man spüren. Das ist irre, womit Menschen glücklich zu machen sind. Ne? Ja. Das ist. Aber es ist faszinierend, das mal so jetzt mal mitzuerleben. Sie waren jetzt quasi bei der Behandlung von Usain Bolt. Ja. Jetzt geht's ja weiter. Ich hatte also ein super Gefühl und ein Patient spürt es, glaube ich. Ich gehe an seinen Kopf hin, er liegt ja auf dem Bauch bei der Behandlung. Ich sage, Usain, ich glaube, ich hab's. Steh mal auf und geh mal ein paar Schritte. Das war ein ganz kleines Apartment. Er steht auf, da hat er diese endlos langen Beine, so stark sich, guckt erstmal. Und dann sagt er, you met it, you met the point. Du hast den Punkt getroffen. Und in dem Moment fallen wir uns in die Arme, er wusste, ich kann Olympia. Wie viele Tage waren es da noch zum Finale? Vier Tage. Das war der Vorlauf. Aber wenn er den nicht läuft, dann ist klar, sowieso. Dann ist so, ja. So, wenn das die Zeit noch reicht, eine kleine Anhängsel noch. Ja, bitte. Ja, der Muskel war nach meinem Dafürhalten noch nicht so perfekt. Er hat den Vorlauf locker gewonnen. Also er war jetzt im Endlauf. Und dann sage ich zu Usain, ich muss das noch mal machen. Und ich muss sogar den Muskel auch noch mal behandeln, damit der noch besser aufmacht, damit die Spannung noch besser wird. So, am Tag des Endlaufes morgens, ich stehe an der Marathonstrecke, Anruf, ich habe noch Schmerzen. Das war morgens um 7, glaube ich. Oder um 8. Und dann sage ich, Usain, verlass dich drauf. Beweg dich heute, heute Nachmittag geht der Schmerz ganz weg, heute Abend bist du sicher schmerzfrei. 2 Stunden später ruft der Manager und sagt, oh, das gibt's gar nicht. Der glaubt dir alles, was du sagst. Und der vertraut darauf, dass er heute Abend Finale läuft. Und dann gewinnt er. Wow. Ja. Es hat auch gestimmt. Es war nicht nur, weil er es geglaubt hat, sondern es war schon der Effekt, den sie wussten, dass das so sein wird. So ist es. Ich habe Usain 14 Jahre betreut. Ich kenne jeden Muskel, ich kenne jedes Gelenk, ich kenne die Wirbelsäule wegen derer. Sie wissen ganz genau, wie Usain Bolt einfach aussieht. Ja, wenn Sie den so fühlen würden, kommt jetzt einer, Sie würden sofort erkennen, das ist Usain Bolt. Ja. Könnten Wetten das damit gewinnen, wenn es das noch gäbe. Wenn es das noch gäbe. Ja. Aber ist es nicht am Ende auch eine Frage des Vertrauens? Also wenn der Ihnen nicht 100% vertrauen würde, das ist meine Erfahrung, weil ich ja gar keine medizinische Vorbildung hatte, wenn ich meinen Ärzten und allen, die da waren, nicht 100% vertraut hätte? Ja. Ich meine, wer heilt, hat recht, ne? Lass uns einmal ganz kurz die kleine Danksagung von Usain Bolt mal hören. Mal hören, was der direkt danach im Interview gesagt hat, um nochmal diese Geschichte zu unterstreichen. Schau mal. So, third time Olympic champion Usain. Was it as easy as usual today? For me, after the semifinals, I had more confidence. Ich werde halt immer zuversichtlicher vor einem Finale. Aber ich wollte es einfach nur umsetzen. Is there a small part of this gold medal belonging to Hans Wilhelm Müller Wohlfahrt in Germany, who was in the stadium tonight, I think? Yeah, he told me he was gonna come. Ja, er hat gesagt, er würde kommen. Also gar keine Frage, er hat sich verdient. Er hat mich durch die Jahre gebracht, die ganzen Zipperlein und Wehwehchen, er hat mich wieder auf die Füße gestellt. Ich danke ihm unendlich. Das war für dich. Wow, ist das schön. Diese Medaille, die wir da gerade im Hintergrund sehen, die wollte er Ihnen schenken. Ja. Der wollte ihn wirklich schenken. Ja. Und Sie haben aber abgelehnt, weil Sie sagen, hör mal, das geht wirklich zu weit, das kannst du nicht machen. In London war es so, da hat er erklärt, die halbe Medaille geht jetzt nach München, die gehört Müller-Wohlfahrt, die halbe gehört mir. Und jetzt hat er gesagt, diese Medaille bringe ich jetzt nach München. Und da habe ich natürlich heftig protestiert. Ja. Und dafür hat er mir dann eine tolle Collage geschenkt. Dies ist auch dazu mit dem Trikot. Was Peter Tauber gerade anspricht, dieses Vertrauen, gibt in dem Buch eine interessante Geschichte, die genau dieses Thema behandelt. Das Stichwort ist Boris Becker. Sie kriegen einen Anruf von Ion Tiriak, legendärer Manager. Sie sind eigentlich auf dem Weg nach Imola zu Gerhard Berger, Formel-1-Legende aus Österreich, der mit einer fürchterlichen Grippe im Bett liegt. Und Sie beschreiben das so, der liegt zitternd unter dieser Bettdecke und irgendwie müssen Sie den wieder fit kriegen. Ja, also das Bundesligaspiel im Olympiastadion war gerade vorbei. Das Telefon klingelt, was sehr ungewöhnlich ist. Boris war dran. Und Boris hatte immer diesen Spruch,
Mull, du musst kommen, sonst kann ich morgen nicht spielen. Das war immer der gleiche Satz. Was soll ich sagen? Ich komme nicht? Also ich fühlte mich so verantwortlich für ihn. Also ich sage, ich komme. 5 Minuten später, Anruf aus Imola, Gerhard Berger. Ich liege mit Fieber im Bett, du musst kommen. Du musst mir helfen, sonst kann ich morgen nicht fahren. Ich sage, Gerhard, ich komme. Ich wusste noch in dem Moment noch gar nicht, es war schon 5:30. Ich wusste gar nicht, wie ich das machen soll. Aber ich bin dann nach Monte Carlo im Laufschritt ins Hotel, Treppe rauf, in sein Zimmer, Boris untersucht, behandelt. Und dann habe ich gemeint, Boris, konzentrier dich auf das Spiel morgen, auf das Endspiel. Ich ziehe mich zurück, ruhe dich noch mal schön aus, rückwärts raus und wieder Vollgas zum Taxi, wieder nach Nizza und jetzt mit dem Flieger nach Imola. Und da dasselbe zum Gerhard. Und dann, wenn ich reinkomme, muss ja die Ruhe selbst sein. Der darf ja nicht wissen, dass ich vorher beim Boris war. Und Boris durfte auch nicht wissen, dass ich dann nach Imola fahre. Weil das schmälert ja ein bisschen die Bedeutung dann. Ne? Also jeder ist ja ganz, ganz wichtig unter diesen Top-Sportlern. Und denen muss man das Gefühl auch geben. Also Imola, das Bett wackelte. Wegen Schüttelfrost, ja? Ja, er war wirklich krank. Und bei Formel-1-Fahrern weiß man nie genau, warum das Bett wackelt. Also das ist, deswegen fragt man nochmal nach. Ja, also... Also... Entschuldigung, aber... Ich hab dann mein Bestes gegeben. Es waren alte Zeiten. Genau. Ich weiß, es war viel los. Ja. Ja, ich weiß. Also ich habe mein Bestes getan und habe gesagt, Gerhard, ich bleibe bei dir heute Nacht. Warten wir mal den Morgen ab. Und morgens steht er auf und sagt, es geht mir besser. Frühstück. Und dann gibt es bei den Formel-1-Fahrern morgens noch mal eine Testrunde. Die können morgens das Auto noch mal ein bisschen abstimmen. Und dann sagt er, ich fahre. Kommt wieder zurück an die Box. Sagt, Mull, mir geht's so viel besser. Ich fahre heute Nachmittag. Am Nachmittag ist er Dritter geworden. Ich war aber schon wieder auf dem Weg nach Monte Carlo, weil Boris, ich hatte mich so verabschiedet, morgen sehen wir uns zum Endspiel. Ich war also beim Endspiel wieder in Monte Carlo. Wie haben Sie denn den Berger fit gekriegt? Wie haben Sie das gemacht? Ja, mein Rezept sind Zink und Vitamin C, Vitamin B und Aminosäuren. Okay. Ich glaube, dass die Aminosäuren das Entscheidende sind dabei. Mhm. Ja, wir schreiben direkt mal gedanklich mit. Das ist ein gutes Rezept. Aminosäuren. So, und Boris? Das stärkt das Immunsystem, hemmt die freien Radikale. Aber das will ich jetzt nicht alles ausführen. Aber im Grunde so eine Infusion, ja? Ja. Okay. Machen ja auch Spitzenpolitiker, werden häufig auch so oft in eine ähnliche Art und Weise, glaube ich, fit gespritzt, ne, Herr Tauber? Also bei mir sind es meistens Süßigkeiten, Schokolade, deswegen laufe ich. Gummibärchen also auch, ne? Hoffe, dass ich das dann wieder in der Intensität mache. Ja, genau. Boris, du musst kommen, ich kann sonst nicht spielen. Ja, was hatte der, war das ein mentales Ding? Also hatte der nichts? Also ich muss wirklich sagen, Boris wurde sehr eng von mir betreut und hatte in der aktiven Zeit, als er Profi war, keine großen schweren Verletzungen, außer hier und da mal eine Muskelverletzung. Das heißt, er brauchte sie für seinen Kopf. Ja, und dann gipfelte es darin, dass er wieder rief, Mulde muss kommen, sonst kann ich spielen. Er war aber in Melbourne. Und wenn er rief, dann habe ich alles stehen und liegen lassen. Also die Patienten haben das ja eigenartigerweise alles mitgemacht. Ich bin also dann in München zum Flughafen, nach London, nach Kuala Lumpur, nach Sydney, nach Melbourne. Oh Gott, da brauchst du ja selber einen Arzt, wenn du dann da ankommst. Da war mein Medizinkoffer schuld, musste Tirak mich da rausholen. Ich wäre normalerweise nicht ins Land gekommen. Ja. So, und jetzt komme ich ins Hotel, untersuche Boris sehr, sehr gründlich und sage, Boris, fehlt dir nichts? Ich finde nichts, ist alles in Ordnung. Ja, das wollte ich ja nur hören. Das ist das. Das ist das Vertrauen. Wenn der das sagt, dann ist es so und dann kann ich spielen. Aber das hilft. Und dann marschiert er durch bis zum Endspiel. Man glaubt, man braucht dann jemanden, der einem das sagt, alles ist in Ordnung. Und ist das irre? Du fliegst nach Melbourne, um einem zu sagen, pass auf, ist alles in Ordnung? Okay, das wollte ich hören. Wie kommen wir jetzt von Kuala Lumpur, Melbourne, Imola nach Ostfriesland? Indem wir es einfach tun. Sie sind aufgewachsen in Ostfriesland. Stimmt es, so ein kleiner Ort, dass Sie nicht mal Fußball spielen konnten und deswegen aus Verlegenheit sich um Leichtathletik gekümmert haben, weil Sie nie eine Fußballmannschaft zusammengekriegt hätten? Ja, das Dorf hatte 300 Einwohner. Ja. Und es gab weder einen Sportplatz noch irgendein Verein. Da gab es einen Kegelverein und da gab es einen Klotschießerverein und Boselverein. Ja. Das sind diese ostfriesischen Sportarten, wo sie eine Holzkugel auf der Straße rollen oder eine Bleikugel werfen
auf irgendeiner Wiese. Aber das war das nichts für mich. Ich war dann schon gefühlt Leichtathlet und hatte Spaß an. Sehen wir hier, ne? Ja, wahnsinnig Spaß. Trainiert, ne? Wie viele Stunden Sport haben Sie am Tag? Zwei gemacht? Stunden jeden Tag. Aus freien Stücken. Zwei Stunden jeden Tag? Jeden Tag. Zwei Stunden Musik und zwei Stunden Sport. Jeden Tag. Da sieht man mal, wie langweilig so ein Dorf ist, ne? Das ist nicht schlecht. Ja, aber da ist die Schule zu kurz gekommen. Irre. Das hat Spaß gemacht. Aber wenn man zwei Stunden Musik macht, zwei Stunden Sport, wann macht man dann die Aufgaben für die Schule? Ja, da war dann keine Zeit mehr dafür. Ja. Und dann hatte ich einen Vater, der war alter Lateiner und bemüht, dass ich die Schule schaffe irgendwie. Der hat dann oft meine Schularbeiten gemacht. Oder? Tatsächlich, ja, Aufsätze geschrieben. Also er hat mich fast zum Schummeln verführt. Aber hat er geholfen oder für Sie wirklich geschrieben? Geschrieben. Super. Und sich ja ganz neue Möglichkeiten auf. Drei Aufsätze geschrieben. Ein Thema könnte vielleicht drankommen. Das hatte ich dann auf dem Knie unter der Bank. Der hat vorsichtshalber drei geschrieben für Sie. Ihr Vater war Pastor, ne? Ja, das müssen wir vergessen. Ja, ich frage nur, weil es ist ja, was ist mit Beichten? Anleitung zum Schummeln, aber egal. Ja, nein, er hat seinen Sohn geliebt. Ja, absolut. Er hat seinen Sohn. Genau so würde ich das auch sagen. Das ist es. Genau das ist es. Naja. Sie beschreiben, dass das eine sehr karge Kindheit. Ne? Ihr Vater ist verletzt aus dem Krieg zurückgekommen, ist dann auch sehr früh gestorben. Welche Verletzung hatte der? Ja, der Arm, der rechte Arm, den hält er auch immer zurück. Ah, okay. Also, den sehen Sie nicht. Das heißt, war das ein gebrochener Mann, Ihr Vater? Nein, das war ein vitaler Mensch. Ein streitbarer Mensch, der hätte eigentlich in die Politik gehen können auch. Der hatte ein Auftreten, der hat auch selbst den Direktor der Schule manchmal zusammen gestaucht, möchte ich meinen, sodass man am Ende nicht gewusst hat, wer ist hier eigentlich der Chef. Ja? Also es ging ja auch in der Schule, ich habe immer Probleme gemacht und es gab ein Consilium ab Eundi. Das heißt, also der ist untragbar für die Schule, den müssen wir von der Schule verweisen. Das war Sie so? Das gab es. Ich erzähle meinem Vater das. Und dann ist er hingeschossen und hat sich durchgesetzt und ich durfte bleiben. Also es waren für meine Eltern aufregende Zeiten mit mir. Ich war nicht leicht zu erziehen. Sie haben auch einmal eine Ehrenrunde gedreht, ne? So habe ich das im Kopf. Ja, wegen Religion und Latein. Das ist natürlich schon, wenn der Sohn... Ja. Das ist natürlich... Also ich meine... Gibt es überhaupt einen Menschen, den irgendjemand hier kennt, der jemals in Religion durchgefallen ist? Und wenn dann der Sohn des Pastors in Religion durchfällt, das ist natürlich... Ich hatte als Einziger eine 5. Ja. Mit Abstand, die anderen hatten 2 und vielleicht 1. Schlechtestenfalls so, eine 3. Und dann sagen Sie diesem Vater, ich möchte gerne Arzt werden. Alle Eltern freuen sich, wenn das Kind sagt, ich möchte gerne Arzt werden. Ihr Vater nicht. Warum nicht? Er hatte schlechte Erfahrungen mit Ärzten. Ganz schlechte, das kann ich auch nachvollziehen. Und die haben sich gebärdet wie tatsächlich, also einer im Besonderen, wie ein Halbgott. Mhm. Das kannst du mir überlassen. Ich entscheide über dein Leben. Und der war Chirurg. Nicht dein Gott sozusagen. Chirurg. Ich kann. Okay. Darf ich was fragen? Ja. Hatten Sie die Idee, Arzt zu werden, auch wegen Ihrem Vater? Also wollten Sie quasi ihm zeigen, dass es auch gute Ärzte oder war seine Verletzung irgendwie der Grund dafür? Oder woher ist das? Soweit habe ich nicht gedacht. Ich hatte einen Freund, dessen Vater war Arzt und der hat mich zum Medizinstudium geführt. Der hat mich überzeugt. Das war eine Kapazität und ich wollte so werden wie der. Mhm. Wann haben Sie das erste Mal gespürt? Gefühlt, ich kann mit meinen Händen etwas, das andere möglicherweise nicht können. Ich kann da was sehen. Ja, ich habe nicht gedacht, dass. Gibt es da so ein Erweckungserlebnis? Ja, aber ich habe nicht gedacht, dass andere das nicht können. Ich habe gedacht, zu der Zeit habe ich wirklich gedacht, das kann jeder. Man muss es nur einmal beginnen, das Training und das Üben. Und dann jeden Tag üben, von morgens bis abends, so wie ich das mit den Patienten ja jetzt auch mache. Und dann lernst du hier wahrzunehmen mit den Fingerkuppen. Und das zu speichern, Eindrücke zu speichern und dann immer wieder abrufen und immer wieder im Wechselspiel, wem ähnelt das, was ich jetzt fühle oder welchen Eindrücken. Und so habe ich gelernt zu diagnostizieren in einer Zeit,
als es keine Technik gab. Und dann kriegen Sie diese Leidenschaft und entwickeln diese Leidenschaft für Anatomie, beschreiben, wie Sie wirklich jeden Knochen erfühlen wollen, wie jeden einzelnen Knochen kennenlernen, genau wie der endet, wo der anfängt, wo der Muskel ansetzt und so weiter und so fort. Werden dann Sportarzt bei Hertha BSC und sind dann wenig später der Sportarzt bei den Bayern. Und es gab damals eine wunderbare Schlagzeile, schau mal, kein Witz, ein Ostfriese behandelt die Bayern. Das ist nett. Ja. Das ist erwähnt. Ja, das heißt, das waren die Anfänge bei den Bayern. Wenn wir über Bayern sprechen, das ist eine ganz lange Erfolgsgeschichte, Herr Müller-Wohlfahrt. Wer sind die drei besten Trainer, die Sie da erlebt haben? Ja, Detmar Kramer. Detmar Kramer. Ja. Heinkes und Hitzfeld. Und auf welchem Platz ist Pep Guardiola? Abgeschlagen. Abgeschlagen. Abgestiegen sozusagen. Also, ich darf mir nicht anmaßen, darüber zu urteilen, ob er ein guter Fußballtrainer ist. Ich glaube, ja. Er hat so viele Erfolge in Barcelona eingefahren und jetzt in Chelsea könnte es auch gut gehen. Aber das Medizinische wurde von ihm vollkommen vernachlässigt. Und was ich sehr schwer ankreide, ist, dass es nicht um die Gesundung ging, sondern um die Schmerzfreiheit. Also wenn ein Spieler schmerzfrei ist, dann kann er trainieren. Und wenn eine Verletzung nicht ausgeheilt ist, dann ist es nicht mitentscheidend, sondern nur der Schmerz. Und das ging ja genau gegen meine Meinung, gegen meine Philosophie. Ansicht, meine Philosophie. Ich habe immer dafür gesorgt, dass eine Verletzung auskuriert wird, auch wenn es manchmal gedauert hat. Aber dann konnte ich besser damit leben. Gibt es diesen einen Moment, von dem Sie sagen, da habe ich gemerkt, der wurde am Anfang unglaublich euphorisch empfangen, auch gefeiert, auch medial gefeiert. Und auch bei den Bayern, glaube ich, entstand dieses Gefühl, da kommt jetzt eigentlich der Messias ja, persönlich. Ja, jetzt werden wir die beste Clubmannschaft der Welt. Ja, zumindest ein zweites Barcelona. Genau. Habe ich auch geglaubt. Wann hatten Sie das erste Mal den Moment oder den Zweifel, was Ihre Beziehung angehen würde? Also Sie Nach drei Tagen. Also ich war totaler Fan. Ich dachte, jetzt werden wir eine wunderschöne Zeit vor uns haben und Erfolge einfahren. Und dann waren wir am Gardasee im Trainingslager und nach drei Tagen kommt er zu mir und tobt und schreit mich an. Was ist hier eigentlich los? Ich dachte, ich komme hier in die beste medizinische Abteilung der Welt und die haben zwei Dauerverletzte entgegen aller Voraussagen. Und ich war schuld. Die waren operiert worden und die Operationen waren nicht top. Sie hatten diese Operation nicht gemacht, ne? Nein, die habe ich nicht gemacht. Die habe ich zu namhaften Chirurgen geschickt. Und von denen ich wusste, dass sie die Besten sind. Ja, gut. Aber in dem Fall ist es nun mal nicht so top gelaufen. Und jetzt hatte ich die Schuld. Und da habe ich gedacht, Junge, vertu dich nicht hier. Der hat mich unterschätzt. Auch. Er hat wohl gemeint, er kann mich zum Befehlsempfänger machen und ich soll alles das ausführen, was er will. Was ist das nach Ihrer Analyse für ein Mensch, Pep Guardiola? Das ist so ein Mysterium, der Mann. Er überschätzt sich. Aber ist er meint, er weiß alles besser. Aber ist das ein Zeichen wovon? Von Unsicherheit in Wahrheit? Ja. Ich war ihm zu groß. Ich hatte Rückhalt im Verein, ich hatte Rückhalt bei der Mannschaft. Ich hatte einen wunderbaren Status. Da kann man nur davon träumen. Da kann man nicht hinwollen. Das geschieht. Du kannst ja, ich will die und die Position haben. Du wirst gebeten, du wirst geholt. Und ich war nun mal da angekommen. Und er kann es nicht gut ertragen, wenn einer gleich auf ist. Und der muss jetzt gestutzt werden. Und das ist geschehen. Er hat immer wieder jede Gelegenheit genutzt, mich zu düpieren und mir zu zeigen, hör mal zu, ich habe hier das Sagen. So, und dann kam und da hat er sich in mir getäuscht. Mhm. Der Junge ist aus Friesland. Dann kam die Niederlage gegen Porto. Und gibt 15. April 2015. Es ist viel, viel darüber spekuliert worden, geschrieben worden, was nach diesem Spiel, nach dieser Niederlage 1:3 gegen Porto, wohl in dieser Kabine vorgefallen sein muss. Jetzt können wir es einmal erfahren. Was ist da passiert? Also ich habe jetzt 3 Jahre dazu geschwiegen und ich habe jetzt mich hinreißen lassen oder mir selbst gesagt, ich muss einmal die Wahrheit über Guardiola sagen. Aber was da in der Kabine alles vorgefallen ist, darüber möchte ich nicht sprechen. Was Sie aber beschreiben ist, er hat dort ein Tabu gebrochen, sagen Sie. Ich habe das relativ vage ausgedrückt. Ich habe gesagt, es gab eine riesenlaute Auseinandersetzung.
Also laut, stark. Das war, hatte ich vorher noch nicht erlebt, sowas. Und das war gegen mich gerichtet und dann habe ich gewusst, das macht keinen Spaß mehr. Ich muss meiner Ehre willen und meines Namens willen, muss ich aufhören. Das kann ich mir nicht gefallen lassen. Sind Sie auch laut geworden? Aber ich bin nicht laut geworden, ich habe gar nichts gesagt. Ich habe mir das angehört und habe dann nochmal nachgedacht und am nächsten Tag dann mit meinen Kollegen in der Praxis gesprochen, mit meiner Frau gesprochen, mit meinem Sohn und habe aber ganz klar schon gesagt, ich will aufhören und jeder hat es verstanden. Also ich habe mich nicht beeinflussen lassen, die Entscheidung war gefallen. Aber ich wollte informieren und dann habe ich den offiziellen Weg gewählt, Präsident und also Hopfner und Rummenig und Sommer angerufen, in der richtigen Reihenfolge, glaube ich. Und dann habe ich meinen Rücktritt erklärt. Was war sozusagen das Tabu, das er gebrochen hat? War das Tabu, diese alte Regel verletzt zu haben, die es im Fußball gibt? Nach einer noch so bitteren Niederlage sprichst du nicht über Schuld in der Kabine vor allem. No go. Es darf einfach nicht sein. Und wenn derjenige, der schimpft, noch so recht hat, aber in der Kabine dürfen keine Streitigkeiten ausgeübt werden. Darf nicht. Da sind so viel Emotionen, so viel Adrenalin im Spiel. Das darf einfach nicht. Das entgleist. Das hat man nicht mehr unter Kontrolle. Haben Sie sich damals vom Verein genügend unterstützt gefühlt? Ist da nicht locker. Uli war nicht da. Das ist meine Leidenschaft, ja. Ich gehe mental mit dem Finger rein. Ja, aber vielleicht ist das die ausreichende Erklärung. Uli Hoeneß war zu der Zeit nicht da für mich. Und der hat das ja auch später erklärt, er hätte das moderieren können. Man hätte vielleicht dann doch einen Weg finden können, der Annäherung und das mit Vernunft und mit Verstand, dass beide sich umeinander bemühen und sich verstehen wollen auch. Das hätte Uli geschafft. Uli schafft alles, was er will.